Wenn es um die Umsetzung des Übereinkommens von Paris geht und ich sage, alle müssen zusammenarbeiten, dann richtet sich der Blick ganz besonders auf die Wirtschaft. Denn wirtschaftliches Handeln muss auch nachhaltig gestaltet werden. Und Nachhaltigkeit bedeutet aber gerade von uns, von den Erfahrungen in Deutschland zu partizipieren, die wir gesammelt haben bei der Energiewende. Das heißt, wir sind ein Land mit großer Innovationskraft im technologischen Bereich. Das wollen wir auch weitergeben an andere. Aber wir sind natürlich hier auch als erstes gefordert. Es geht uns auch darum, dass Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum keine Gegensätze sind. Und der beste Beweis ist für mich, dass wir in Deutschland im Zuge der Energiewende und den Veränderungen, die wir hier haben im wirtschaftlichen Handeln, dass wir gezeigt haben, es können dabei auch Arbeitsplätze entstehen. Also ich spreche hier, wenn wir Unternehmen gewinnen wollen, immer gerne von Anreizen. Anreize, die wir setzen gegenüber Unternehmen. Und was ist für Unternehmen, was ist für die Wirtschaft reizvoller, als zu sagen, es gelingt, beides miteinander zu vereinbaren, den Klimaschutz und auch wirtschaftliches Wachstum. Ich will Ihnen dafür noch einmal ein Beispiel geben aus der Diskussion um die Agenda 2030, also die Nachhaltigkeitsziele. Wir haben dort das Ziel gesetzt gehabt, dass wir sagen, wir wollen nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Und dann traten viele Länder auf, nicht nur die Entwicklungsländer, sondern gerade die Schwellenländer und sagten, ihr als Industrieländer, ihr seid aber vorangegangen, ihr habt doch Wirtschaftswachstum, ihr habt Wohlstand und jetzt wollt ihr, dass wir hier kürzer treten und dann bleiben wir auf der Strecke. Und hier war es wichtig zu zeigen, dass man Anreize schaffen kann. Und wir sind deshalb gehalten, von unserer Seite unser Know-how, unsere Erfahrung, unsere Innovationskraft weiterzugeben. Und deshalb haben wir ein Programm, einen Dialog gestartet hier in Deutschland selbst, aber diesen Dialog wollen wir auch weltweit realisieren. Wir haben eine NDC-Partnerschaft und diese NDC-Partnerschaft bedeutet, dass wir andere Länder teilhaben wollen an unseren Erfahrungen. Wir werden unsere Beratung fortsetzen und ich glaube, das wird sich lohnen. Also ich weiß um die Diskussion, die wir führen, wenn es um wirtschaftliche Entwicklung geht. Dabei spielt Fracking eine große Rolle und wir haben in Deutschland Regelungen getroffen, die eben zu einer Minimierung führen und das sind, glaube ich, sehr klare Aussagen. Ich finde, das, was wir aber in der Diskussion oft übersehen, ist, dass wir nicht nur im Energiebereich zu einer Minderung der Emissionen kommen müssen, etwa durch Zertifikathandel und anderes, sondern dass wir auch einen großen Schwerpunkt setzen müssen, wenn es um die Effizienz geht von Energie. Und ich will einmal dafür ein Beispiel geben. Ich komme aus einer Region in Deutschland, wo das 3-Liter-Haus und das 0-Liter-Haus entwickelt worden sind. Und das bedeutet für mich beispielsweise im kommunalen Bereich, aber auch wenn es um die Zivilgesellschaft geht, dass wir dort verstärkt solche innovativen Ansätze verbreiten müssen, dass wir Bewusstsein dafür schaffen müssen, dass man mit unserer Energie effizient umgeht. Und das bedeutet zum einen Energiewende, Umstieg auf die erneuerbaren Energien, Innovationspotenzial nutzen, was wir haben, Technologietransfer voranbringen. Aber es bedeutet auch, mit der Energie effizient, das heißt sorgsamer umzugehen. Und wenn von Marrakesch hier ein deutliches Signal ausgeht und dieses deutliche Signal heißt nicht nur Bewusstsein schaffen, sondern konkret zu handeln, dann glaube ich, kommen wir einen guten Schritt voran.